Hey Leute, Coach Steph hier und heute schauen wir uns ein Interview mit Channing Tatum an, der Schauspieler, der Magic Mike verkörpert. Und er spricht darüber, wie er sich für seine Rolle im neuen dritten Teil vorbereitet und was für Probleme er hat mit dem Training, mit der Ernährung, warum es so lange gedauert hat, bis der dritte Teil tatsächlich rausgekommen ist. Und ich reacte da so ein bisschen drauf. Vorweg, ich hasse Magic Mike, also nicht den Schauspieler. Channing Tatum, bester Mann, den feiere ich. Ich mag den Film nicht, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Aber sie haben einfach Genuine Pony, das Lied genommen und einfach komplett zerstört. Ihr kennt es ja. My Pony, let's do it. Right, genau, das Ding. Das war ein richtig cooler Track damals in den 2000ern, als man noch weggegangen ist und feiern war, als man noch jung war. Und jetzt ist es, das ist das Magic Mike Lied. Nein, ist nicht das Magic Mike Lied. Ist ein normaler, cooler Track gewesen, bis ihr es alle ruiniert habt. Ja, auf jeden Fall schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Und bevor wir damit starten, Shoutout an Smilodogs, die sind nämlich der Sponsor des heutigen Videos. Wenn ihr wie Magic Mike trainieren wollt, so gut aussehen wollt, dann braucht ihr auch frische Klamotten, die ihr dann ausziehen könnt, wenn ihr strippt. Und mit meinem Gutscheincode bekommt ihr dort den besten Deal bei Smilodogs. Die haben auch jedes Wochenende eine richtig geile Aktion, von daher schaut gerne vorbei. Der Link ist unten in der Infobox. Legen wir gleich los. Channing Tatum ist bei Kelly Clarkson in der Show, macht ein Interview und wir hören mal, was die beiden so reden. So wait, so Magic Mike 3, it's happening, right? I heard that it's happening. Okay. You were trying to keep it from us. I really you did. You were trying not to do it. I you know, if I'm moving oh weird, my gosh. If I'm, oh God. That's amazing. No, don't put that up. I would put that, if I worked out and looked like that, I would put it up everywhere. Trust me, that might be the reason why I didn't want to do a third one, is because I have to is look it, like that. Ihr habt's gehört, er wollte Magic Mike 3 eigentlich gar nicht machen, beziehungsweise hat so ein bisschen vor sich hergeschoben, weil er halt wieder in Form kommen muss, um so auszusehen, auf der Bühne, als Stripper, sich ausziehen, vor einem Millionenpublikum, ist schon ein hoher Druck, muss man klar sagen. Seine Form in den ersten und zweiten Teil war ja super. Er hat vielleicht so 10% Körperfettanteil, bisschen weniger, so um den Dreh. Also nicht wie ein Bodybuilder auf der Bühne, komplett trocken, aber schon ripped. Ja, und klar, da hinzukommen ist nicht so leicht, sonst würde ja jeder so aussehen, von daher... Ich kann's voll verstehen. So you don't work out regularly all the time? No, but it's hard to look like. Even if you do work out, to be that kind of in shape is not natural. Kelly fragt ihn hier, ob er denn nicht regelmäßig trainiert. Warum muss er jetzt erst wieder in Form kommen? Hat er Pause gemacht oder was? Und er sagt ja ganz klar, nee, er trainiert regelmäßig, aber um so auszusehen, reicht es nicht, einfach nur ein bisschen regelmäßig zu trainieren. Das ist nicht natürlich so auszusehen. Man sieht nicht automatisch so aus, nur weil man regelmäßig Sport oder Fitness macht. Man hat so normalerweise einen Körperfettanteil von 15% bei einem Mann, was natürlich ist, normal gesund, bei einer Frau sind es 25%. Aber um dann auf 10% oder unter 10% zu kommen, da muss man schon einen fucking harten Trainingsplan, Ernährungsplan verfolgen. Das ist natürlich nicht möglich, also nicht einfach so nebenher, mal kurz. Ja, also hat er hier schön gesagt, finde ich gut, dass er es sagt, weil man hat so ein bisschen in der Fitnessbubble den Eindruck, als ob jeder immer ripped sein muss, als ob man das automatisch isst, wenn man ein bisschen pumpt, weil die ganzen Instagram-Models und alle so aussehen. Aber schön, dass er sagt, dass es in Wirklichkeit nicht so ist. It's not natural. Do you have to it's, eat like so well? Yeah, you have to. Not, well is not even, that's not even healthy. You have to starve yourself. Oh my God. I don't think when you're that lean, See, it's actually health is healthy. Dangerous. It that's is, why. It's true. New public service announcement, folks. Health New is PSA. Not good for you. This is why I don't work out. Er sagt ja hier ganz klar, es reicht nicht, wenn man sich gut ernährt oder gesund ernährt. Er hat sich selbst runterhungern müssen. Zumindest hat er das Gefühl gehabt, dass er überhaupt so runterkommt. Und es ist halt nicht healthy. Also health is not good for you. Ist halt, ja, so ein geringer Körperfettanteil, den lange zu halten, schaffen die meisten auch nicht. Deswegen hat man ja mal mehr drauf. Mal ist man motivierter zum Sommer hin, zum Urlaub hin, dann hat man wieder mehr auf den Rippen, dann geht es wieder runter. Man fluktuiert halt mit seinem Gewicht, das ist ganz normal, das ist bei euch so, ist bei mir so. Ist auch bei Channing Tatum so, auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, wenn man halt immer nur Magic Mike Filme schaut oder Instagram Models.
I am just trying to save people here. No, but what is it like getting into shape for that? Like, is it that kind of hell? Like, yeah, I mean, I don't know how people that work a 9-to-5 actually stay in shape, because it's my full-time job and I can barely do it. Yeah. But it is. Like, you work out twice a day. You have to eat completely right at a certain time. It's a specific thing. Damit hat er sowas von recht. Er hat gesagt, er weiß nicht, wie es normale Leute, die einen 40-Stunden-Job schaffen, die ganze Zeit so auszusehen. Sein Fulltime-Job ist gerade, so in Form zu kommen. Er trainiert zweimal am Tag und hat wirklich seine Mahlzeiten getimt und schafft es gerade so. Wie soll es ein normaler Mensch schaffen, der normal zur Arbeit geht? Und da hat er vollkommen recht. Leute denken immer, sie müssten so aussehen. Dabei arbeiten sie 40 Stunden auf dem Bau oder haben 60 Stunden Bürojob oder haben Kinder oder haben Alltag, haben Freunde, haben Hobbys, haben soziales Leben, haben was anderes zu tun außer Fitness. Wie sollen die denn bitte so aussehen, wenn sogar ein Schauspieler, der rund um die Uhr eigentlich nur den Job hat, jetzt in Form zu kommen, das gerade so schafft? Es ist fucking anstrengend und es ist harte Arbeit. Und deswegen mag ich das Interview jetzt schon, einfach weil er es so sagt, wie es halt ist. Auch wenn manche es nicht verstehen wollen. I fluctuate like almost. It was a lot more when I was younger, but now I can't get it off so as easy. So now I only fluctuate like 15 pounds, but I used to fluctuate age like is not 30. Fun. No. Das kann ich bestätigen. Ich bin jetzt 33 und ich merke schon, mein Körper funktioniert nicht mehr so wie mit 18. Früher habe ich auch gesagt, gut, ich fress 3 Tage nichts, habe 5 Kilo runter und dann will ich wieder ein bisschen zunehmen, hau eine Woche rein, auf einmal habe ich wieder auf. Ja, damals war es so. Jetzt, ein paar Jahre später, 10 Jahre später, geht es irgendwie nicht mehr so. Und ihr müsst euch überlegen, Channing Tatum ist jetzt was, 40 oder so, 40 Jahre alt? Und der erste Magic Mike kam 2012 raus, also vor 10 Jahren. Und ob du 30 bist oder 40, ist vom Stoffwechsel, vom Hormonhaushalt halt schon ein großer Unterschied. Und er hat ja gesagt, früher hat das leichter gehabt, jetzt fällt es ihm nicht mehr so leicht. Ja, wunderschönen guten Morgen, das ist das Alter. Und das macht nicht Stopp von keinem von uns. Und ihr müsst euch überlegen, Channing Tatum, der sah früher ja schon gut aus, so in den alten Filmen. Der war ja immer schon so ein bisschen antrainiert, bisschen ripped. Und auch der verliert dann trotzdem seine Form. Von daher seid nicht traurig. Yeah. And why, when it takes like, I don't know, 2 months to get really lean, but in like 3 days you can lose it. It's gone. I was like, what happened? Ja, das stimmt jetzt nicht so ganz. Das ist natürlich subjektiv. Wenn du jetzt einen Monat oder 2 Monate Diät gemacht hast, gut in Form gekommen bist und dann mal 3 Tage irgendwie Scheiße frisst, weil du irgendwie keine Zeit hast, dich gehen lassen hast, auf einem Geburtstag warst, es übertrieben hast und merkst sofort, ey, alles weg. Monat Diät, 3 Tage falsch gegessen, alles weg. Aber eigentlich ist ja nur, du hast mehr Kohlenhydrate, deine Glykogenspeicher sind wieder voll, du hast deswegen auch mehr Wasser unter der Haut, bist ein bisschen aufgeschwemmter. Und wenn du wieder einen Tag normal isst, dann geht es auch wieder weg. Das ist nur so der erste Schub vom Körper, auf die vielen Kalorien, Kohlenhydrate und das ganze Wasser zu reagieren. Von daher macht euch da keine Sorgen. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Es sieht vielleicht im Spiegel mal kurz so aus. Yeah. Like, what's the thing you miss most? The thing I miss most probably is like salt. Like when, oh. Like when you need to get really close to the like the day where you got to be butt naked on screen. Yeah. And it lives in infamy. Those days aren't for everyone. No. Salt is just like, you know, it goes, you just, yeah. Everything just tastes like, I don't know, tastes like water. It's nothing. Das ist so ein bisschen Bro-Science. Das habe ich früher gemacht, als ich meinen Cousins noch trainiert habe. Da sind wir zum Chinesen und haben auch ohne Salz bestellt. Weil wir gewusst haben, irgendwas ist mit Salz. Wenn wir Muskeln aufbauen wollen, ist zu viel Salz schlecht, auch für die Gesundheit. Wir essen ohne Salz, alles ohne Salz und es schmeckt, wie er sagt, wie Wasser. Tatsächlich ist es gar nicht so. Also Salz ist nicht euer Feind, wenn ihr abnehmen wollt oder in Form kommen wollt. Das stimmt so nicht. Was er vielleicht meint ist, um nochmal so ein bisschen zu entwässern, damit auch wirklich so das letzte Wasser unter der Haut wegkommt, was Bodybuilder so vor ihren Wettkämpfen machen oder professionelle Models vor irgendwelchen Shootings, da muss man dann schon gucken mit dem Salzhaushalt, Kaliumhaushalt, aber das ist für 99,9% der Leute wie uns hier komplett egal. Ja, von daher, ihr müsst nicht auf Salz verzichten. Ich bin mir auch sicher, die Form, die er in dem Film hat, er hätte jetzt auch nicht auf Salz verzichten müssen. So krass ist es jetzt auch nicht. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Ja, weil das ist so ein hartnäckiger Mythos, der sich bei vielen hält. Und ja, zu viel Salz ist schlecht, aber damit ist gemeint, wenn du Fastfood isst, Fertigprodukte isst, da ist halt schon viel Salz drin. Das heißt nicht, dass du bei allem, was du kochst, selbst kochst, jetzt Salz weglassen musst. Und das war's auch schon. Kurzes, knackiges Interview, was ich persönlich richtig gut fand. Also Channing Tatum in Sympathiepunkten nochmal hart gestiegen. Einfach, weil er sagt, wie es ist. Es ist Arbeit und man wird nicht
nebenher mal kurz so und es kann die Hölle sein, seinen Körperfettanteil so weit runterzubringen. Man muss auch klar sagen, hier Kelly Clarkson, die Moderatorin, die hat sie selber oft Gewichtsprobleme gehabt. Auch die Talkshow richtet sich ja eher an so Publikum, was jetzt nicht in der Fitnessbubble ist, so ein bisschen mainstreamiger ist, die halt solche Filme guckt, Talkshows guckt. Da geht man jetzt klar nicht mit so einem harten Fitness-Talk rein, da ist es so ein bisschen, ja, man erklärt und ist nett und lächelt und verharmlost das Ganze so ein bisschen, dass sie sich auch nicht zu schlecht fühlen, wenn sie nicht so aussehen. Ja, aber hier auf dem Kanal, ich weiß, wir sind da zum Reinhauen. Ich finde es nur cool, mal auch eine Perspektive von einem Hollywood-Schauspieler zu sehen. Deswegen habe ich das Video hier gemacht. Ihr wisst, ihr könnt es schaffen, wenn ihr diszipliniert seid. Es ist Arbeit für Channing Tatum, so auch wie für uns. Deswegen lassen wir uns aber nicht entmutigen und hauen weiter rein. Und wenn ihr euer Training aufs nächste Level bringen wollt, dann holt euch meine Hybrid-Trainings-App. Dort habe ich nämlich Fitnessprogramme für zu Hause, fürs Fitnessstudio, zum Muskelaufbau, zum Fettabbau, Gewicht halten. 2, 3, 4, 5, 6 Mal die Woche, je nachdem, wie häufig ihr trainieren wollt. Auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, verschiedenen Level, mit Rezepten, mit Ernährung, mit Wissensvideos. Alles, was ihr zum Thema Fitness braucht, ist unten in der Infobox verlinkt. Holt euch die App und da findet ihr auch den Link zu Smilodogs. Wie gesagt, frische Sportklamotten. Wenn ihr häufig ins Training geht, solltet ihr euch auch gut fühlen, weil wenn ihr euch gut fühlt, trainiert ihr besser und dann funktioniert es auch ideal. Gutscheincode eingeben, ja, Haufen Kohle sparen und ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr kein Fitnessvideo verpassen wollt. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.